Lawrence Sigmund Bittaker wurde am 27. September 1940 in Pennsylvania geboren und von Adoptiveltern aufgezogen. Mit 17 Jahren wurde er bereits wegen Autodiebstahls und Zechprellerei inhaftiert. Eine kurze Haft wegen Raubes folgte. Und kurz darauf wurde er wegen versuchten Mordes verhaftet. Im Gefängnis lernte er den ehemaligen Navy-Soldat Roy Lewis Norris kennen, der wegen mehrfacher Vergewaltigungen einsaß. Bittaker wurde am 15. November 1978 entlassen, Norris 2 Monate später. Zusammen begannen sie in einem Van die Pazifikküste entlang zu fahren und an Stränden Fotos von Frauen zu machen. Am 24. Juni 1979 zerrte Norris die 16-jährige Lucinda Lynn Schäfer in den fahrenden Van, fesselte und knebelte sie, während Bittaker das Radio lauter drehte. An einer einsamen Straße musste sie für die beiden strippen. Bittaker ließ die beiden alleine und Norris vergewaltigte das Mädchen 1 Stunde lang. Nach seiner Rückkehr erdrosselte Bittaker sie. Die beiden wickelten das Kind in einen Duschvorhang und warfen sie in eine Schlucht. Am 8. Juli nahmen die beiden die 18-jährige Anhalterin Andrea Hall mit. Auch sie wurde gefesselt und geknebelt. Beide Männer vergewaltigten sie. Bittaker rammte ihr einen Eispickel ins Ohr und erdrosselte sie. Auch sie wurde von einer Klippe geworfen. Am 3. September entführten die beiden eine 15-jährige und ihre 13-jährige Freundin an einer Bushaltestelle. 2 Tage lang folterten und missbrauchten sie die Mädchen und töteten sie schließlich mit dem Eispickel und Hammerschlägen. Sie zeichneten die Tat sogar auf Video auf. An Halloween 1979 griffen sie wieder 2 Mädchen an. Eine konnte ihnen entkommen. Norris versuchte einen ehemaligen Mitgefangenen zum Mitmachen zu bewegen, doch dieser ging zu seinem Anwalt. Kurz darauf konnten Bittaker und Norris festgenommen werden. Der Van wurde durchsucht. Man fand über 500 Fotos von jungen Frauen. 19 der abgebildeten Frauen werden bis heute vermisst. Auch Tonbänder, die die Taten dokumentierten, wurden gefunden. Bittaker wurde am 24. März 1981 zum Tode verurteilt und wartet bis heute auf seine Hinrichtung. Norris wurde zu 45 Jahren Haft verurteilt. 2009 wurde sein Gnadengesuch abgelehnt. Erst 2019 kann er erneut einen Antrag stellen.